Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchert persönlich eröffnete das neue Angebot der rund 25 Initiativen in Würzburg, die seit vielen Jahren Menschen in anderen Ländern helfen. Sie sind unter dem Mantel des Eine-Welt-Forums schon seit langem vernetzt, doch jetzt auch tatsächlich im Internet mit Informationen, Neuigkeiten und Kontaktadressen. Begeistert zeigte sich der Oberbürgermeister ob der Vielfalt und des Engagements der Würzburger für Menschen, die in anderen Teilen der Welt Hilfe brauchen. Burkhard Pechtel vom Referat Weltkirche der Diözese Würzburg hatte zu diesem Termin eingeladen, bei dem auch die Webdesignerin Lisa Langer und der Geschäftsführer des Würzburger Partnercafés Jochen Hackstein vertreten waren. Seit 1998 hat der Anteil des verkauften Kaffees in Unterfranken durch den Verein Würzburger Partnercafé kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Kaffeebauern in Tansania konnten durch den zusätzlichen Gewinn ihre Existenz sichern und den Lebensstandard ihrer Familien zugunsten auch der Gemeinschaft verbessern.